Hallo, ich habe gestern ein Video reingestellt, das habe ich rausgenommen, weil ich habe hier, wie man sieht, deutlich mehr. Ich habe ja von diesen ganzen Videos euch irgendwie 3 Sekunden gezeigt, da wo diese zwei Wesen auftauchen. Und das ist, glaube ich, hier das Originalvideo mit 62. Boah, Alter, schrei doch nicht so. Ne, in diesem Video, das ist 1 Minute 31, weil gestern habe ich viel zu viel gequatscht und wenig gezeigt. Deshalb möchte ich gleich hier überspringen. Das sind ja diese zwei Kerle, ne? Die habe ich ja gezoomt und so, man sieht ganz deutlich, der Kerl dreht sich ein paar Mal um, guckt mich ganz deutlich an, besonders zum Schluss. Das ist so witzig, weil er nach vorne gleitet und die irgendwie so diese zwerghaften Charaktere haben, bisschen, ne? Auch wenn die ein bisschen unheimlich sein können. Gut, dann bin ich ja weiter. Das war ja nur dieser kurze Moment, ne? Das waren 2,5 Sekunden, glaube ich, wo der hier rüber geht und der nach vorne gleitet. Das habe ich schon öfters gezeigt. Hier gleich, genau da, wo ich schon gucke, wo so ein gebogener Baum ist. Das sind ja mehrere eigentlich gebogen. Das ist ja so ein bisschen auffällig, aber der eine ist so stark. Ach so, das ist, Moment, ich gehe mal rüber. Wie ihr seht, bin ich hier am Rumlaufen und am Erzählen und am Zeigen. Und ich habe noch einige Videos, die ich kaum analysiert habe. Und auf diesem gleichen Video, wo die zwei Kerle waren, dann gehe ich weiter und komme wieder zum Krater zurück. Und hier passiert nämlich das. Wo taucht er auf? Der ist hier gleich, hinter einem Baum. Er kommt raus hinter dem Baum, aber deutlich zu schnell, weil sie passen sich ja meine Bewegung an. Aber der übertreibt hier und deshalb fällt er sehr auf. Und später verwandelt er auch die Form ganz deutlich. Ja, und jetzt, wenn ich zurückgucke. Hier waren die zwei Kerle. Als ich da rumgelaufen bin, ich habe irgendwas gespürt, aber ich habe die nicht wirklich gesehen. Ne? Nicht wirklich hundertprozentig so wahrgenommen wie später. Sonst hätte ich da ein bisschen ruhiger Kamera drauf gehalten oder so, ne? So. Und jetzt zeige ich wieder diese Ecke. Und das hier dauert für meinen Geschmack schon zu lange. Das ist der Kerl. Der taucht hier auf und ich mache das mit diesem. Gucke ich an, wie schnell der hinter dem Baum rauskommt. Das werde ich gleich normale Geschwindigkeit laufen lassen. Und man sieht, er löst sich auch von dem Baum. Er hat diese merkwürdige Form. Teilweise so vier Glieder, wie so eine Bakterie erinnert mich das, oder so ein Plankton. Aber ich glaube Bakterie eher. Aber das verwandelt er. Also ich zeige euch ein bisschen mehr. Erstmal langsam, weil gestern habe ich das so schnell hier alles. Ich habe viel Wald gezeigt und wenig von der Aufnahme und auch sonst hat mir das nicht gefallen. Hier ist dieser gebogene Baum. Natürlich ist das ein bisschen unscharf, weil es bewegt sich, Belichtung nicht gut, aber da gibt es immer wieder Frames, wo ihr ganz deutlich erkennt, dass der sich verwandelt, dass er sich bewegt. Und hier hat er irgendwie die Tarnung ein bisschen geändert, weil, es sei denn, das war ein anderes Wesen. Weil die zwei waren ja dort. Und vielleicht haben die irgendwie gecheckt, dass ich was merken könnte. Vielleicht waren das noch zusätzlich andere, weil der ist irgendwie größer und merkwürdiger. Jetzt rede ich wieder zu viel. Weil die Kamera sich immer bewegt, muss ich immer nachjustieren. Das ist ein bisschen schwierig. Ihr seht ja, er hat sich hier auf jeden Fall schon verwandelt und hat diese zwei, ja, Augen nenne ich das irgendwie, ne, bekommen. Zwischendurch sieht das aus wie ein großes Gesicht, aber das glaube ich nicht. Das ist irgendwie so unförmig, damit man das noch weniger erkennen kann. Wer weiß, wie diese Geister auftauchen. Ich weiß nicht, ob das Video aus Schottland echt ist. Für mich sieht das echt aus, weil es viel zu kompliziert ist, viel zu aufwendig und viel zu mickrig. Und der Mensch, der das reingestellt hat, hat nur ein einziges Video und ist eigentlich ein Fotograf. Natürlich ist das keine Garantie, dass das echt ist, aber ihr habt dort gesehen. Als Beispiel, sagen wir mal, das ist ein Beispielvideo und das ist wirklich gefaked. Ich weiß, dass sie so arbeiten, also diese Geister hängen irgendwie zusammen oft. Und bei UFOs ist das auch so. Wenn einer auftaucht, sind 5, 6, 7 sicher auch, dass die da sind, weil sie sich irgendwie aufteilen und oft so unterwegs sind mit mehreren. Und das ist halt diese Thematik schwierig, aber jetzt laber ich wieder zu viel, ich lasse es laufen. Habt ihr gesehen, das ist die Stelle, war zu stark gezoomt.
Ich lasse das gleich in Original laufen, aber ich wollte am Anfang eigentlich schon mehr zeigen, damit man sieht, ne, eindeutig, dass das Ding sich bewegt. Ich lasse das mal kurz Original laufen. Das ist das Originalvideo, Originalgröße, aber hier, wenn er so auftaucht, ich stehe auf der Stelle hier neben dem Krater und drehe mich nur. Und der kommt viel zu schnell hinter den Baum raus. Und das mache ich erstmal so. Ein bisschen klein ist das, ja, aber hier könnt ihr gleich erkennen, wie das Ding da. Ich hebe ja nur die Hand hoch und drehe mich. Und der guckt immer weiter, bis der komplett zu sehen ist. Weil der dachte, die hängen ja mit der Bewegung zusammen. Seht ihr, wie stark der da rausgekommen ist? Das muss man sich manchmal schneller angucken, manchmal gezoomt. Das ist sehr schwierig, euch das zu so zeigen. Irgendwie habe ich gestern deshalb das Video heute neu gemacht, aber ich merke. Ne, man denkt sich, ich mache das besser, aber ey, ich habe Fotos davon gemacht. Ich habe die auch hier. Ich habe die nicht alle weggeschmissen. Ich dachte gestern im Video habe ich gesagt, ich habe die weggeschmissen. Hier sieht der bisschen spitzer aus. Das ist nicht nur durch die Bewegung. Also der lebt hier eindeutig auch. Und seht ihr die Veränderung hier? Das ist Moment, 2 Sekunden Unterschied. 2 Sekunden, guckt euch an, wie der hier aus dem Bau schaut. Und dann hier. Es ist nur 1 Sekunde später. Und dann, wenn man löst er sich von dem Baum und kriegt solche 2 großen Augen. Und die werde ich euch gleich zeigen. Ich nenne das Augen, weil mir nichts anderes einfällt. Und da ist das erkennbar schon mal deutlich. Hier diese 2. Das ist leider so unscharf, aber es ist gleicher Tag. Das war ja der 24. Dezember 23, ne? Und die anderen Wesen waren dort. Hätte ich das nur dort gesehen, hätte ich das gar nicht gezeigt. Und ich habe das weggelassen, weil ich habe da mehrere solche Sachen gesehen und dachte mir, wenn ich diese undeutlichen Sachen mit einbaue, irgendwie dachte ich, das wird unglaubwürdiger. Außerdem, ich selber wurde mir bewusst, was das bedeutet eigentlich, ne? Was das. Man muss sich vorstellen, man geht in den Wald und sucht danach, findet dann irgend sowas. Da, Moment, ich lasse das jetzt kurz. Das lebt und das ist halt schwierig zu so zeigen. Es hat allein deshalb, weil es so eine komische Form hat. Ich mache jetzt Bild für Bild. Da. Jetzt hat er sich sogar schon ein bisschen gebeugt, aber ich lasse mal. Ich bewege mich halt ein bisschen, aber er verdreht sich. Es ist schwer. Und guckt euch das an. Das ist der Moment. Ja, hier taucht er erst auf. Genau. Ich muss das machen, wo er sich. Da. Guck ich den an. Habt ihr gesehen? Da. Habt ihr gesehen, diese Stelle da? Da sieht ihr auch. Als hätte der so Hasenohren, hat er nicht. Der hat aber manchmal diese 4 Glieder, die so länglich sind und dünn, aber manchmal verbiegen die sich auch so. Und das habe ich ja bei den anderen Wesen eigentlich schon gesehen, nur nicht so extrem wie der hier. Man könnte sagen, ich denke, entweder benutzt er die Tarnung besser oder es ist ein anderes Wesen. Ich merke jetzt schon, es ist total schwer, also selbst wenn ich das Video jetzt das zweite Mal mache, dachte ich mache das besser, geht nicht so wirklich. Ich wollte euch nur kurz zeigen, ich habe hier noch mehrere Videos mit verschiedenen Wesen. Ja, wie ihr seht, habe ich hier einige Videos und auf manchen sieht man ganz kurz was. Selbst das Video eben habe ich deshalb weggelassen, weil es gibt nur 3 Momente dort, wo es hundertprozentig ist insgesamt. Ne? Ich wette 50 Euro, dass das Ding zu den Schattenwesen da gehört. Aber wie ihr seht, habe ich euch jetzt kurz gezeigt. Guckt euch an, wie verwaschen das ist, wie dunkel es ist, wie verwackelt es ist. Ab und zu habt ihr wirklich aber super klare Bilder. Und gerade dazwischen, wenn ihr dann dieses Wesen fotografiert, dann habt ihr halt deutlich bessere Bilder. Ich glaube, ich gucke mal kurz, was ich hier habe noch auf meinem Fotosammlung hier. So wie man sieht, habe ich auch diese kleinen Kerle fotografiert. Sie sind manchmal gut zu sehen, manchmal weniger, aber jeder, der sich das Video angeguckt hat, weiß ganz genau, dass das kein CGI-Trick ist, dass sie leben und dass das an einem besonderen Ort ist, auch noch. Und davon habe ich viele Fotos, auch von diesem, ja, das ist es,
Manche sind sehr unscharf, deshalb habe ich sehr viele gemacht. Ach, ich muss hier endlich aufräumen, aber das ist, glaube ich, meine Lieblingsaufnahme hier von den anderen Wesen, die ich zuerst gefilmt habe, weil hier diese Ärmchen und wie der mich hier anguckt. Finde ich so besonders. Und besonders ist auch, dass das gerade die Stelle ist, wo der hier wendet und wieder zurückläuft. Das ist so, als wäre der hier hinüber. Ne, hat sich so ein bisschen verwandelt, hat mich auch angeguckt. Ja, manchmal sieht man das besser mit Fotos. Als Beispiel will ich nur zeigen, die zwei hier. Guckt euch die zwei an. Ich lasse das ein bisschen größer. Man sieht ganz deutlich, ne? Man sieht, deshalb sieht man auch die Details dort. Auch der. Jetzt hat er sich auch in meine Richtung komplett gedreht, aber hier ist ein dicker Ast davor. Aber man sieht so ein bisschen seine spitze Augen und seine. Ja, seine Schnauze halt. Diese typische Form. Der, was der hier macht, weiß ich nicht. Jetzt sage ich erstmal was, bevor ich das vergesse. Bei allen diesen Begegnungen mit diesen Wesen ist mir aufgefallen, dass die meistens irgendwie über der Erde sind halt. Und nicht unbedingt auf einem Ast oder so. Da habe ich mich natürlich gefragt, ob die nicht in diesen Kugeln sitzen, die durchsichtig sind. Ich weiß es nicht, aber das sieht immer merkwürdig aus. Und hier bin ich so weit mit der Kamera, dass man schon diesen Baum hier sieht, wo der andere dann rausschaut. Deshalb seht ihr, das ist ja, ne, 4, 15, 20 Meter, keine Ahnung, kann man schlecht einschätzen, aber es ist um die Ecke. Ja, hier, das ist von meinem gestrigen Video. Ich lasse das einfach laufen, weil da erspare ich mir wenigstens das, was ich sowieso gestern schon gemacht habe. Plus, ich wollte hier eigentlich ein bisschen mehr zeigen, aber es ist schwierig. Das ist das Wesen. Und hier seht ihr, wie es auch quadratisch ist, sogar wenn ich mich bewege, ja, aber hängt mit meiner Bewegung zusammen. Und hier seht ihr, wie er aus dem Baum rauskommt. Natürlich ist das nicht so spektakulär wie das andere, aber es ist am gleichen Ort, an der gleichen Zeit. Und das Besondere ist ja, dass er auch in der Luft ist, auch schwarz ist und gleich diese zwei noch Dinger bildet, die wie Augen aussehen. Natürlich habe ich mir gedacht, nachhinein ein bisschen, ob die hier nicht ein bisschen, da seht ihr, diese Form. Ob die mich ein bisschen nicht vielleicht erschrecken wollten oder vielleicht wollten die ihre Gestalt verbergen, ne? Damit man nicht sieht, dass die so, ich sag mal, niedlich sind. Habe ich ja so empfunden. Habt ihr, das ist hier. Da, genau das. Das passiert in 2 Sekunden. Eigentlich passiert hier so viel, dass der hinter dem Baum rausragt und dann viel zu schnell sich dann verwandelt, formtechnisch. Dann wird er halt zu so dieser komischen Figur mit diesen zwei Augen. Ich glaube, das ist jetzt kein Gesicht, aber es erinnert ein bisschen dran. Und ja, viel mehr passiert da eigentlich gar nicht, ne? Dann haut er hinter dem Baum wieder ab. Genau da. Weil ich stehe an Ort und Stelle, wie man hier am Baum sieht, links von mir. Ich drehe mich ja nur nach links und nach rechts. Ne, ich merke jetzt schon, ich habe, zeige euch noch ein paar Fotos hier. Aber das Video merke ich, das kann ich einfach jetzt nicht besser zeigen. Habt ihr gesehen, das ist jetzt ein bisschen spitzer. Da ist übrigens auch was, aber das könnte irgendwie eine Täuschung sein, aber es ist halt in der Höhe und so dunkel. Aber das hier eindeutig wieder, genau wie die zwei, lebendig. So wie man sieht, habe ich noch ein paar Videos und bei manchen sind auffällige Stellen. Ja, hier sind die zwei. Und dann müsste der dritte. Der ist hier rausgekommen. Und zwar kurze Zeit später, als ich zurück zum Krater komme nochmal, dann taucht er eben hier auf und schaut raus. Jetzt habe ich das oft genug gesagt, aber hier nochmal für die Skeptiker oder Leute, die denken, was erzählt er da? Hier die zwei. Da ist schon ein bisschen was passiert, ne? Aber das wollte ich noch zeigen zur Erinnerung, dass das zeitgleich war. Dieses andere Ding, auch wenn man das schlecht erkennt, so erstmal tschüss. Ich gehe seit hunderten Metern an diesen
Bergkamm lang und irgendwie ist das so auffällig an manchen Stellen und so steil. Aber vielleicht ist das tatsächlich nur so entstanden. Hier haben wir ein großes Riesenloch, sehe ich gerade vor mir. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Und hier haben wir so ein... Guckt euch an erstmal, wie groß dieser Bach ist. Der ist auch hier deutlich tiefer. Aber hier erstmal sowas. Könnte auch eine Art Eingang sein. Ich bin jetzt nicht mehr so weit hier vom Goldloch entfernt. Wir haben Minen dort, die erstaunlicherweise, waren wahrscheinlich gar keine Minen, keine Ahnung, genau so weiß ich das nicht, aber die gehen in den Berg rein, waagerecht, ne? Die sind, irgendwas stimmt da nicht und das ist auch nicht natürlich entstanden, glaube ich. Vor allem gucke ich das hier an direkt. Ist aber kein Bombenkrater oder so. Und wie tief das ist noch. Wie deutlich. Ja, das könnte sein, dass da was ist, auch in den Bergen. Weil hier überall etwas ist. Das ist zu auffällig, Leute. Aber ist erstmal die Erstaufnahme und das war gar nicht geplant. Ich finde es tatsächlich jetzt sogar interessanter. Aber ich will unbedingt noch das Mausoleum. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich hatte zwar Kompass, aber der bringt mir jetzt auch nichts.